Kleinchen möchte ich euch heute zeigen, wie es gemacht wird. Für die Hut und Tasche mache ich euch ein extras Video, sonst wird das zu lang, das verlinke ich euch unten. Also bis gleich. Also für dieses Kleidchen, Hut und Täschchen brauchen wir Wolle und da habe ich Sockenwolle genommen, weil die etwas dünner ist und nicht zu dicke, weil dann tut ihr euch schwer mit an- und ausziehen. Dann brauchen wir Knöpfchen. Da haben wir 3 Stück, hinten 2 für das Kleidchen und hier für die Tasche und irgendwie Verzierung. Ich habe jetzt Perlchen und Band genommen für den Hut. Ihr könnt aber auch kleine Röschen, wenn ihr die habt, oder sonst irgendetwas nehmen. So, und natürlich meine Anleitung. Sie ist ein bisschen kompliziert geschrieben. Ich wusste nicht, wie ich euch das anders zeigen sollte. Also, hier... Das wären 6 vorne, 6 hinten, wären 12 Luftmaschen für hier den Ärmel. Hier habe ich für hinten geschrieben 5, also hier 5 und hier 5, da seht ihr, und der Strich heißt offen. Dann hier in der Mitte sind die 10, also 6, 6 für vorne, 6, 6 für hinten für den Ärmel, 10 für hier, 5, 5 für hinten. Wären 44 und die 2 ist die Luft, die 2 Stäbchen für ein Stäbchen, so 2 Luftmaschen für ein Stäbchen. Also das sind hier alles Luftmaschen, ist für ein Stäbchen. Und meine Häkelnadel, da habe ich jetzt nur in Größe 2 genommen. Also jetzt mache ich erst die 46 Luftmaschen. Und dann zeige ich euch weiter. So, jetzt habe ich 46 Luftmaschen. Und das mit die 2, also wir machen Stäbchen hier um die Nadel rum. Und die 2 Luftmaschen lassen wir hier links liegen, gehen in die dritte rein und machen dann Stäbchen. Und das die ganze Reihe durch machen wir alles Stäbchen. Und tut die Luftmasche nicht zu eng machen, weil sonst, ihr wollt das ja, dass ihr gut zum Anziehen, dass das hier was locker ist und sonst hängt das hier so auf den Busen. Also alles Luftmaschen. Okay, das mache ich jetzt mal bis zum Schluss. So, jetzt habe ich die Reihe mit den Luftmaschen fertig. Jetzt wieder 3 Luftmaschen, was ein Stäbchen wäre. 1, 2, 3 und jetzt hier machen wir, in die nächste Reihe wäre nämlich für hinten 6, 6 und hier 12 Stäbchen. Also, das wäre 1, 2, mache ich in die erste 2, in die eine Stäbchen rein, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Jetzt wäre jetzt diese Umrandung und die lassen wir jetzt liegen, weil ich mache das ja hier so offen wie so ein Flügelärmchen. Also wären es 12, die wir jetzt überspringen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In die 13. stechen wir rein und machen in die erste also 2 rein, weil wir wollen ja 12 Stäbchen jetzt haben. So, da haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und in diese kommen wieder 2 rein. 11 und nochmal eine 12. So. Also hier vorne und Anfang je 2. Dann haben wir hier die 12. Jetzt müssen wir wieder für den nächsten Ärmel die 12 Luftmaschen überspringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Okay, also in die 13. reinstechen. 1, 2, 3, 4 und es waren ja 5. Wir müssen aber 6 haben, also das war die 5. Dann machen wir hier wieder 2, wie wir das auf die andere Seite auch gemacht haben. So, seht ihr, das ist jetzt für die Ärmchen. Und jetzt werden wir hier diese weiter, und zwar in 1, 2, 3, in 4 Reihen noch. Die haben wir ja fertig. Und immer so ganz diese Reihe noch 4 mal machen mit 12 Stück. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt das Muster. Dann hätten wir hier die vordere Partie schon ganz fertig. Und dann kommt das Muster dran. So, jetzt habe ich die Reihen fertig. Bin also bis hier. Und jetzt kommt dieses Muster dran. Da wird immer in der Mitte dann eine der mehr gehäkelt. Also, wir fangen jetzt an. Hier mit so ein Stäbchen. Also 1, 2, 3. Dann kommt in die nächste 2. Also das war das Einzelne. Dann kommt hier 2 Stäbchen. 1, 2 in derselbe. 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen hier. 1, 2. Dann kommt in die nächste Stäbchen ein Stäbchen. Ist eigentlich ganz einfach. Jetzt kommen wieder diese 4 mit 2 Luftmaschen, also 2 Stäbchen. 1, 2, 2 Luftmaschen. Seht ihr das überhaupt? Ich glaube, ich habe zu sehr nach rechts gehalten. Wieder 2 Stäbchen. Jetzt sind hier 4 Stäbchen, in der Mitte 2 Luftmaschen. Hier in die nächste wieder nur ein Stäbchen. Jetzt wieder die 4, also 1, 2. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und so bis zum Schluss. Und diese Reihe, die wird offen hier lassen, damit das hinten man besser rein kann. Und die nächste wird dann rund gehäkelt. Und hier habe ich ja dann 3 Stäbchen, 4, 5, 6 bis 11 Stäbchen. Seht ihr hier? Das sind immer ein Stäbchen mehr. Da sind die 3, da sind 4, 2, 4. Und hier diese mit die 4 in 1, das bleibt bis unten. Das bleibt. Und seht ihr hier hinten mit dem offenen, die eine, die bleibt offen und dann wird immer nachher rund gehäkelt. Also, dann mache ich das mal bis zur 11. Hier habe ich das nämlich noch einmal so einzeln. Das sind die 4 in ein Stäbchen und hier sind das 11 Stück. Dann wieder in das eine 4 Stäbchen in ein Stäbchen. Seht ihr das? Hier immer, da wird das vergrößert. Und dadurch gibt das diese Glockenform. Okay, dann mache ich das jetzt bis da. Und dann zeige ich euch das nochmal, wie es richtig aussieht. Jetzt habe ich das bis unten gehäkelt. Also bis zu die 11 Stäbchen, die ich hier habe. Seht ihr, das wird immer ein Stäbchen mehr. Läuft das hier spitz zu. Und das gibt dann hier diese Glocke. Jetzt muss ich aber hier unten diese Verzierung machen. Und das wäre diese Reihe. Da machen wir ein festes Stäbchen. Hier. Dann kommt hier so nach 2 Stäbchen kommen 6 Stäbchen in ein Stäbchen. 1, 5, 6. Dann kommt so nach wieder 2 Stäbchen. 1, 2. Kommt in feste Masche. Dann kommt wieder hier so nach 2 kommen
kommen wieder 6 rein. Bitte über die Ille verteilt ihr 2x 6 Stäbchen in 1 und 3 feste Maschen. Also 6 Stäbchen wieder. 2, 3, 4, 5, 6. Halt, du musst auch nicht locker rein. Da, 6 in 1. Dann eine feste Masche. Und dann hier, da wo ihr die Luftmaschen habt, wo ihr 2 in eine so die Luftmasche, 2 Luftmaschen und wieder 2, kommen wieder 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieder ein feste Masche. Seht ihr? Also da, wo diese 11 feste Maschen sind, kommen 2x 6 feste Maschen und 3, 6 kommen 2x 6 Stäbchen in ein Stäbchen und 3 feste Maschen. Hier eins, da und da. Dann kommt ja hier, wo immer dasselbe war, kommen 6 feste Maschen, wo die 2 Luftmaschen sind. Wieder ein Stäbchen. Jetzt fangen wir wieder an. 2x 6 feste Maschen in ein Stäbchen und die 3 feste Maschen. Also jetzt 6 Stäbchen in 1, feste Maschen, 6 Stäbchen in 1, feste Masche und wieder hier, wo die 2 Stäbchen sind, wieder 6 Stäbchen. Und so geht's ganz rum. Jetzt fangen wir alle Ärmel an. Wir haben das ja hier offen, wo die 12 feste Maschen hier sind. Dann fangen wir unten hier in die Achsel rein, gehen wir da, holen den Faden und damit er fest ist, nehme ich jetzt hier von dem Ende und hier und mache das fest. So, den vernähe ich nachher. Jetzt kommt hier einmal rum bis unten alles Stäbchen. Also hier erstmal 2, das ist wie so ein Stäbchen. Und dann guckt er da so ungefähr 12 Stäbchen hier in die für die Ärmel habt. Also 1, 2, 5. 6, 7, 10, 11, 12. Ne, ihr werdet mehr haben, weil mir nachher fällt mir ein, hier haben wir ja auch noch diese Reihe drin. 12, 12, 13, 14 sind es dann. Seht ihr? Das geben Flügel. Und jetzt noch einmal zurück, also 2 Luftmaschen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück, das Ganze. Und das sind jetzt hier da diese Flügel. Seht ihr? Da habe ich 2x2 Reihen in Stäbchen dazu. Also, und die machen wir an alle beiden Seiten. So, jetzt habe ich es soweit fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier hinten den Verschluss machen. Da häkeln wir hier oben, fangen wir an. Na, wo habe ich da anfangen? Und häkeln feste Maschen.
Hier mache ich jetzt die Knöpfe, nähe ich nachher da dran. Und auf die andere Seite kommen dann die Knopflöcher. So. Hier unten. Und jetzt gehen wir ja hier hoch. Ich habe die Puppe jetzt hier auf den Kopf gestellt. Da vorne, da habe ich jetzt die zwei Knöpfe und wo habe ich sie hier? Bisschen farblich abgestimmt. Man könnte jetzt auch was anderes hier hinten machen, aber die Knöpfe fand ich einfach schön, weil ich noch so schöne getupfte habe. So, dann mal fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt mache ich mal vorsichtshalber hier mal eine feste Masche und guck mal, ob das reicht. Ob das da durch. Ah, passt. Also, da passen 5 Luftmaschen, würden hier reichen. Ich würde das ein bisschen nicht so weit weg. Da. Und dann gehe ich jetzt hier rauf. Und mach oben noch einmal. So, hier. 1, 2, ach, muss das jetzt durch. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt hier nochmal. Wenn ihr vielleicht Klettverschluss hier macht, schneidet ihr das Mitte noch einmal durch, sonst wird das zu breit. Dann habt ihr hier so eine dünne. Könnt ihr auch damit machen. So, das war's. Jetzt nähe ich die Knöpfchen an und dann wäre das Kleidchen schon soweit fertig. Dann gehen wir aber die Beschreibung nochmal durch. So, Kleidchen habe ich jetzt fertig. Knöpfchen sind auch hinten dran. Seht ihr? Und jetzt wäre nur noch der Hut und die Tasche. Da mache ich aber ein extra Video, sonst wird das zu lang. Das tue ich euch hier unten verlinken. So, also das Kleidchen. Hier habe ich jetzt die Anleitung. Hier nochmal zusammen die Luftmaschen, die wir hier oben brauchen. Dann hier runter. Hier dann nachher hier immer eine mehr, bis wir auf 11 kommen. Dann hier diese Umrandung. Das ist das hintere und das Teil ist ja offen. So, okay, macht den Computer auf Vollbild und dann könnt ihr das abschreiben. Oder eben mit dem Video immer auf Stand, wenn ich ein Stückchen weiter war. Okay, gut. Dann machen wir nachher der Hut und die Tasche. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.